So, wieder eine von vorne, eine von hinten hier. Wunderbar, das kriegen wir hin. Das ist schön. Okay, mal sowas von keine Chance. Außer natürlich, wenn die von hinten kommen hier. Verdammt. Ja, doch, die Armee ist groß genug. Das ist jetzt kein Problem. Die andere Mission war dadurch schwerer, dass die auf Zeit war. So, ein Fahrzeug ist angekommen. Yay. Silence wird jetzt gesprengt, dann wird das uncool. Was ist das eigentlich hier für ein Quatsch? Für ein organischer Klumpen, hä? Für Biomüll? Ja, ihr dürftet hier bleiben. Weil hier unten die Action ist. Es ist sogar auch, wenn man hier oben, ne? Also das hier ist ein oberer Bereich, das ist ein unterer Bereich. Wenn man hier oben ist, kann man nach unten schauen. Die von unten können allerdings nicht nach oben sehen. Ist auch ein strategischer Vorteil, den man dann später im Basenbau tatsächlich sich zu eigen macht. Tja, weil, na, was man nicht sehen kann, kann man nicht angreifen. Relativ simpel gehalten. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Abmarschbereit! Das ist eher uncool. In Ordnung. Heißt es, die greifen mich jetzt an, oder wie ist das? Und solange hier niemand eskortiert werden muss, gehe ich einfach mal nach Hause. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Ja, oder so. Ich kann noch mal hier mehr Dingens bauen. Mehr Gebäude. Einfach mal ins Feld rein. Aber sind die echt hier unterwegs zu mir? Oder wie ist das? Was meinen die da gerade? Da oben haben wir wahrscheinlich bei der 1 schon genug, Leute hier, aber das kriegen wir hin. Genug Medics, Sanitäter. Da ist alles upgraded. Hier ist nichts abzugraden. Hier ist alles tippitoppi. Wir haben gerade gleich keine Ressourcen mehr. Das ist ein bisschen blöd. Aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht mehr. Alle da, es kann losgehen. Hier komm ich. Tja, dann komm halt mal. Was ist jetzt wirklich? Muss ich jetzt hier bleiben, weil die zu mir kommen wollen, oder was? Das fände ich eher nicht so schön. Muss ich ja zugeben. Ich behalte die trotzdem mal hier vorne. Das sollte vielleicht sogar... Wird das reichen? Nee, ne? Ja, die bleiben mal hier. Okay, ich sollte tatsächlich von beiden Seiten hier mitkommen. Ja. Die kommen hier ordentlich mit Verstärkung an. Okay, dann können die da mal nach vorne gehen hier. Ach nee, doch nicht. Eieiei. Da können sie jetzt mal nach vorne. Okay, man sieht schon, es sind eine Menge Einheiten, die hier gerade unterwegs sind bei uns. Ich sag mal zu Recht. Weil, naja, ne? Man kann hier bis zu 200 Essenseinheiten haben. Bis zu 200 Einheiten. Ist damit deutlich mehr als bei World of Warcraft. Nicht bei World of Warcraft. Bei Warcraft 3. Und ist auch einer so der Unterschiede. Natürlich, das Spiel kommt von der gleichen Spiele wie Warcraft 3. Hat damit logischerweise recht viel Ähnlichkeiten. Weil es einfach mal auch ein Strategiespiel ist. Aber es gibt hier halt keine Helden, die bestimmte Fähigkeiten haben und Items sammeln und solche Geschichten. Ist sehr gut. Ach, hier oben auch nochmal. Aber da es halt keine Helden gibt, keine Helden, sind die Armeen entsprechend größer. Und man hat mehr diese Kontrolle über die ganzen Einheiten, über die ganzen Armeen, die man hier zu basteln hat. Und die ganzen Armeen funktionieren gut zusammen und, ja, ne, hier, es gibt für jede Sache einen Konter. Für jede Einheit, die der Gegner baut, kann man eine Einheit bauen selber, die da super gut gegen funktioniert. Ne, dieses typische Stein-Papier-System ist auch hier in diesem Spiel wieder drin. Nur halt mit sehr vielen verschiedenen Einheiten und, naja, ein wenig komplizierter. So, kann ich jetzt hier komplett nochmal zurück? Ja, ne? Machen wir es so. Sir,
Ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Ach nee. Na, wunderbar. Hör mir auf. Ja, keine Langeweile aufkommt. Ja, echt mal. Die kann ich echt nicht gebrauchen, dann mal. Und kommt noch was? Kann's kaum noch. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Die Tunnelgräber sind allerdings total uncool, weil die können wirklich von allen Seiten aus kommen. Das ist das Gemeine. Ich glaube, hier drinnen wird uns dann, meine ich, einer überraschen. Ich meine, die Basis darf mir dann einigermaßen egal sein, aber das dürfte eigentlich der letzte Konvoi sein. Ja, schauen wir einfach mal, was hier so passiert. Die können schon mal dahin gehen. Die anderen werden wahrscheinlich... Und es wird auch übrigens dunkler gerade hier, ne? Falls man das nicht merkt. Ich werde mal eine Sache machen hier. Speichern. Yep. So, die Kollegen kommen alle nach vorne. Hier eine Nummer... Ach, das ist die Nummer 1. Okay. Das ist die Nummer... Hä? Habe ich mich jetzt da verdrückt? Das hier ist die Nummer 1. So. Das hier ist jetzt meine Nummer 2. Wunderbar. Natürlich ist die Straße nicht sicher, es ist Nacht. Das geht nie gut. So, ihr könnt mal vorgehen hier, die dürfen vorne bleiben hier. Es sind schon einige Leute, die unterwegs sind jetzt hier. So, das Ding kann kaputt. Ich glaube, das müsste echt der letzte sein jetzt hier. Heißt allerdings nicht so wirklich was. Da ist ein Würmchen. Neideswurm. Tja, die sind höchst uncool. Also zumindest dann, wenn man die nicht selber steuert. Das sind quasi Gebäude, durch die andere Einheiten durchkommen können. Und das ist nicht unbedingt nett. Sag mal, könnt ihr mal außen rum gehen? Die müsst da keine Schlange bilden, ne? So ist es nicht gemeint hier. So, da fangen wir die da mal ab. Und die können schon mal nach da oben gehen. Sieht aber ganz gut aus gerade. Sieht echt ganz gut aus. Hier, Kinders, da können wir mal hin. Wo ist noch ein Würmchen hier? Ach, da. Hier, der Tarn ist auch direkt kaputt, nicht, dass da noch jemand rauskommt. Siehst du mal, es geht doch. Ah, aber nicht noch da, auch noch einer. Schnell wegmachen, so schnell es geht. Kommt besser. Und die Armee ist leicht groß. Muss ich ja mal sagen. Sieht auch lustig aus. Einfach mal so ein riesiger Pulk Einheiten hier. So, ein paar Fehler noch. Die sind, glaube ich, das sind, glaube ich, genug, ne? Das sind auf jeden Fall genug. Sehr gut, haben wir das geschafft. Auf schwer, unfassbar. Und ich behaupte mal, gleich wird unsere Basis hier geplättet. Das waren die letzten. Los, abheben. Durchgeladen und endlich. Wir haben die Kollegen. Aber dank ihnen sind wenigstens meine Leute noch am Leben. Hallo, mit der Armee hätte ich noch ganze Stämme platt gemacht. Aber nö. Erfolg errungen, die Evakuierung. Erfüllen Sie alle Missionsziele von die Evakuierung. Ja, schön. Vorsicht zerbrechlich wäre gewesen. Schließen Sie die Evakuierung auf dem Schwierigkeitsgrad normal ab, ohne einen Transporter zu verlieren. Ist sogar machbar. Haben wir ja gerade gesehen, dass es zum Ende doch ging. Kein Schritt zurück. Schließen Sie die Evakuierung auf schwer ab, ohne ein Gebäude zu verlieren oder wieder zu verwerten. Wie ein Gebäude. Ach so, die Bunker. Ach so. Das ist allerdings schwieriger. Aber muss ich irgendwann mal machen. Irgendwann, wenn ich mehr Zeit habe, muss ich die ganzen Achievements mal machen hier. Wäre vielleicht was für einen Livestream. Wäre, glaube ich, eine coole Sache. So, fortfahren. Das ist, glaube ich, echt so eine Sache, ne? Solche Achievement-Geschichten hier. Tja. Ich meine, ist eigentlich vollkommen egal, ob man das hat oder nicht, aber... Falls man gerade mal irgendwie Langeweile hat, falls man sowas machen möchte, dann kann man das doch super machen. Ist doch nett.
Und die Ladescreens sind echt lange. Brücke der Hyperion. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Yep. Die ist nämlich nett. Das Fräulein hier. Schiffsmasse der Hyperion, 34 Minuten später. So, Labor haben wir nämlich freigeschaltet. Da, bitteschön. Da können wir unsere Zerg- und Protoss-Forschungspunkte einlösen, die wir bekommen haben. Vorher aber latschen wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Tychus, ha? Was ist die Lage? Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich hab die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Tja, das mag stimmen. So, er redet immer so toll. Wollte ich auch mal machen. Nachrichten können wir machen. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Ach ja, diese Nachrichten da immer, das ist höchst unhöflich gegenüber uns. So, wir können mal hier schauen, was wir noch für Söldner theoretisch freischalten können. Ach so, ja, sag's denn mal. Und zwar wahrscheinlich wird es Flammenfritzen geben. Genau, Devil Dogs. Die haben wir angeheuert. Hier, die noch nicht. Wäre vielleicht eine gute Investition. Kosten nur 25.000. Sind zwei Elite-Feuerfresser plus 60% Trefferpunkte plus 25% Schaden. Söldnerquartier und zwei Trupps können wir davon haben. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Ich glaube, die Söldner sind immer ganz praktisch. Am Ende werden wir eh so viel Geld haben, dass wir uns alles freischalten können. Also fast so ziemlich alles. Wir können ins Labor, das ist neu. Das wäre doch mal eine Sache. Da ist unsere freundliche Dame, die wir gerettet haben. Das ist die nicht. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Mir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman. Das ist Statman. Ein leicht, engagierter Wissenschaftler. Sagen wir es so.
ganz viele Sachen hier, können wir uns theoretisch Tipps und Hilfen zu anzeigen lassen. Das sind unsere beiden Artefakte, die wir mittlerweile haben. Commander, ich habe über diese Artefakte nachgedacht. Keine Sorge, ich habe sie noch keiner eingehenden Diagnose unterzogen oder so. Zumindest nicht direkt. Na, spuck es schon aus. Nun, Sir, als das zweite Stück hinzugefügt wurde, ist der Energieverbrauch des umgebenden Eindämmungsfeldes drastisch in die Höhe geschossen. Wenn wir noch mehr Teile hinzufügen, müssen wir entsprechend mehr Energie vom Fusionskern des Schiffes abzweigen. Dann ist das also teuer und gefährlich, die Dinger an Bord zu haben. Je schneller wir sie wieder loswerden, umso besser. Auf dem Schlachtfeld sahen die aber deutlich größer aus, muss ich sagen. Das ist ja eher so die Lego-Ausgabe davon. Wir haben hier Forschungskonsole, da können wir unsere Forschungspunkte einlösen. Wir haben hier zwei Tanks. Einmal den Protoss-Tank, einmal den Zerg-Tank. Und da können wir aktuelle Forschungs-Geschichten sehen. Statements Logbuch, Eintrag 2139. Die geborgene Zerg-Probe wächst noch immer. Ich habe eine Proteinlösung hinzugefügt, war eventuell ein Fehler. Auf zellularer Ebene weist die Probe Stämme aller uns bekannter Zerg-Kreaturen auf, aber auch viele andere Stämme, die mir unbekannt sind. Es wird eine Weile dauern, alle zu untersuchen, aber ich habe bereits damit begonnen, Daten von einer Ultralisken-Zelle zu extrahieren. Dabei habe ich eine Sporenkrabbler-Zelle gefunden, die Aufschluss über ihre instinktiven Bedrohungserkennungsroutinen gibt. Tja, schön. Das Lustige ist, das hier ist lebendig und wird weiter wachsen. Auch hier vom Protoss. Da haben wir auch schon einen Eintrag. Raiders haben am 10.07.2504 einen Protoss-Kristall geborgen. Ich habe den Kristall in eine Salzlösung zur Aufbewahrung getan. Seine Dichte hat sich in den letzten 12 Stunden um 553% erhöht. Wo bekommt er die Energie oder die Rohmaterialien dafür her? Ich habe den schrecklichen Verdacht, dass er sich irgendwie an das Schiff angedockt hat. Sollte Sworn misstrauisch werden, würde er ihn ins All katapultieren und das wäre eine Tragödie. Diese Probe könnte zu wichtigen Durchbrüchen für die Raiders führen. Ja, hoffe ich mal. Ich muss einfach vorsichtig sein und sobald es Anzeichen dafür gibt, dass er die Hyperion Schaden zufügt, zerstöre ich ihn persönlich. Das wird immer weiter wachsen, je mehr Forschungspunkte wir haben, meine ich zumindest. Wir können uns hier die Dinge eintauschen. Wir haben bisher... Ja, hier haben wir bei den Protoss 3 Stück, hier bei den Zerg haben wir 6 Stück. Das heißt, wir können uns immer zwischen zwei Sachen entscheiden, die dann hier passieren werden. Je mehr Punkte wir tatsächlich gesammelt haben, umso mehr können wir auch freischalten. Ist daher ganz sinnvoll, dass wir das machen. Wählen Sie ein Forschungsprojekt. Falkenturm bestückt alle Bunker mit einem automatischen Geschütz. Wäre eine Möglichkeit. Sieht man hier, wie das dann aussieht. Das ballert von alleine, das ist schön. Oder befestigte Bunker. Bunker erhalten plus 150 Trefferpunkte. Ist auch nett. Wobei ich tatsächlich für die Falkentürme wäre. Erforschen. Ja, das liest das andere nämlich leider aus. So, wunderbar, haben wir das auch. Das heißt, unsere Bunker schießen von alleine. Das heißt, wir können eine schönere Verteidigung aufbauen. Tja, was jetzt immer das jeweils Richtige oder Sinnvolle ist, hängt wahrscheinlich immer vom Spieler selber ab. Glaube ich, kann man gar nicht so alles... konkret genau sagen. Wir können die Musik theoretisch auch umschalten hier, falls wir wollten. Arsenal kommen wir auch noch hin. Es gibt so viel zu machen hier. Arsenalkonsole, Feuerfresser haben wir jetzt hier auch stehen. Sehen halt ähnlich wie mit die Marodeure aus, was wir auch schon gelesen haben. Ganz viel Text wieder, falls jemand sich das durchlesen möchte, dann kann er es gerne machen. Oder ich mache das einfach für euch. So, ich habe es mir durchgelesen. Der kleine Scherz. Feuerfresser, CMC 660, schwerer Kampfanzug. Der Feuerfresseranzug enthält ein flüchtiges Gemisch aus Gasen, die auch in den Innenraum des Anzugs dringen. Oha. Dies mag ein Grund dafür sein, dass sich das Personal für Feuerfresser fast ausschließlich aus resozialisierten Kriminellen und psychotischen Pyromanen zusammensetzt. Inferno-Flammenwerfer benetzen den Gegner mit hochbrennbarem Plasma. Dieses Plasma dringt mit Leichtigkeit durch Lücken in Zerg-Panzern. Kleinere Zerg-Kreaturen werden sprichwörtlich in ihrer eigenen Haut geschmort. Und darunter ein schönes Zitrat, Zitrat. Feuer wäscht die Haut vom Knochen und die Sünde von der Seele. Es befreit von Schmutz. Und meine Mutti hat ganz bestimmt keinen Dreckspatz groß gezogen. Franco Tildon, weit gerühmt als erster kämpfender Feuerfresser und reformierter Massenmörder. Tja, schöne Sache. Reden können wir nicht, aber kaufen können wir Sachen.
Verbesserungen, Upgrades, auch hier für die Marodeur oder für die Basis, immer noch der Bunker. Ich würde sagen, hier machen wir das einfach mal. Das ist zu teuer. Das haben wir schon? Eigentlich wäre der Marodeur. Hier, Feuerfresser erhalten plus 40% Angriffsfläche hinzu. Aha. Da geht natürlich auch. Machen wir das? Machen wir das. Und wir können auch die Stimpacks kaufen. Ah, die haben wir schon. Können wir uns gar nicht mehr kaufen. Haben wir alle schon. Das hier können wir kaufen. Zwei Plätze, wunderbar, schließen. Man muss natürlich nicht immer sein komplettes Geld ausgeben, aber es hilft natürlich ein bisschen. So, das heißt, wir waren fast überall durch. In der Brücke sind wir noch. Horner können wir noch mal anquatschen. Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Tja, und Hansen? Ich habe schon viel von ihm gehört, Commander. Die Liga hat sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird das mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Tja, schöne Sache. Auf jeden Fall eine wirkliche Bereicherung, vor allem, weil es eine Frau ist. Aber die ist auch sehr nett, muss man sagen. Tja, und sie scheinen sich zu mögen. Wie dem auch sei, wir können hier, wir haben so ziemlich alles abgeklappert, was hier abzuklappern ist. Wir sind eine richtige Klapperschlange gewesen und klappern einfach mal denn in der nächsten Folge hier in die nächste Mission hinein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.